Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und es geht weiter heute mit Sherlock Holmes. Ihr seht, ich bin ein bisschen, habe mich farblich ein bisschen verändert. Bin ein bisschen brauner geworden in Folge, im Gegensatz zu gestern. Das liegt daran, dass ich ein bisschen im Urlaub war. So, wir sind beim Blutbad. Ich hoffe, dass ich jetzt nach 12 Tagen wieder reinkomme. Und wir gucken erstmal, wo wir waren. Wir müssen die Mordwaffe finden. Welche war der? Die Mordwaffe. Okay. So, also gehen wir mal auf die Landkarte. Das ist, würde ich sagen, das Erste. Oder muss ich die noch hier verhören? Habe ich die alle verhört? Weil das ist ohne Scheiß. Es ist bei einem Let's Play echt ziemlich problematisch, wenn du halt so ein bisschen Pause machst. So. Aber so langsam kommt einfach alles wieder. Therme, Blutbad. Ihr seid da auf jeden Fall, wenn ihr das Let's Play schaut, ein bisschen aktueller. Ich habe mir die letzten Minuten nochmal angeschaut, aber das war es dann auch großartig. So. Landkarte. Da ist es. Now we have two maps. We must combine them properly. So. Wonach suche ich ihn jetzt am besten? Das sieht auf jeden Fall so ein bisschen aus, als wenn das außerhalb wäre. Gut, es gibt ja anscheinend keinen außerhalb. Was ist hier? Ich guck halt nach diesen schwarzen Flecken hier irgendwie. Drehen kann ich hier auch nicht. Ah, hier ist was. Hier ist es. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans, marked on Sir Rodney's map. St. Albans. So, dann reisen wir mal dahin. Und gehen mal zur Ausgrabungsstätte. Ich glaube, die Ausgrabungsstätte war das. Haben wir irgendwas, welche Herleitungen, die wir noch nicht gemacht haben? Ich glaube, da sind wir eigentlich soweit durch. Letzte Expedition. Lüften Sie ein großes Geheimnis. Ah, da, so weit sind wir noch nicht. Da gehen wir jetzt erstmal zur Ausgrabungsstätte. This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliff come here? What's my mouth? What should we do next, Holmes? Ja, wir gehen darüber. Ja, mach doch die. Guck mal, hier ist doch. Guck an. Das ist für unbefugt. Ich bin Sherlock Holmes. Motherfucker. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Dokument. Die Anhänger von Mithras gingen ihrem Glauben heimlich nach. Im Alltag beteten sie gewöhnlichere Gottheiten wie Juno oder Neptun an. Die Mithras-Tempel befanden sich im Normalfall unterhalb von Tempeln anderer Götter. Die Mithras-Anhänger bezogen sich häufig auf ihre traditionellen Götter, um Zugang ihre Mieträumen zu erhalten.
Mietraum im französischen Dio ist das interessantes Beispiel, denn dort befand sich der Eingang zum Tempel unterhalb der Statue der Diana. Der Eingang wurde höchstwahrscheinlich durch einen raffinierten Stein und Seilmechanismus sichtbar. Der Mechanismus selbst wäre womöglich niemals entdeckt worden, wenn er nicht durch einen Wassereinbruch zerstört worden wäre. Dabei wurde auch der Weg hinunter in das Mietraum offengelegt. Mithras Tempel gibt es in Rom, Ostia, Medien, Dalmatien, Britannien sowie entlang der Rhein-Donau-Linie selten, aber immer noch vorhanden und sind sie in Griechenland, Ägypten und Syrien. Okay. Und wir haben hier eines. Metallwürfel. Da müssen wir wieder knobeln. Die Klinge, mit der Mithras die Tauroktonie, die Stiertötung, durchführte, war ursprünglich ein gekrümmter heiliger Dolch persischen Ursprungs. Die Krümmung kann von 5 bis 15 Grad reichen. Der Name des Dolches geht auf das persische Wort Shamsir zurück, das so viel wie Schwert bedeutet. In diesem stark gekrümmten Schwertfamilie fallen der Shamsir, der Krummsäbel, der Talwar, der Kildisch, das Pulver und der mongolische Säbel. Also wenn ihr mal bei Günther ja auch sitzt, ne, wisst ihr hier, Kildisch gehört zur Schwertfamilie. Die Legende des goldenen Dolches ist ein Schlüsselelement des Mithras-Kultes. Es geht so weit, dass manch einer im Hinblick auf den Dolch vom heiligen Gral der Mithras-Anhänger spricht. Der goldene Dolch ist jedoch mit einem Fluch belegt, der die Unwürdigen in den Tod stürzt, die es wagen, ihn zu berühren. Am Arsch. 12 Teile, die zu einer Gussform zusammengesetzt werden können. Okay. Noch ein Dokument. Ich bin leicht erkältet. Es tut mir an dieser Stelle leid. Vielleicht muss ich mal husten oder so. Aber ohne Scheiß, jetzt wo ich so viel so erkältet bin, muss ich hier lesen bis zum geht nicht mehr. Der Mithras-Kult war eine Geheimnis. Ich muss auch mal die Kamera, glaube ich, ein bisschen rüberschieben. Machen wir mal so. Sekunde. Da hinten ist der. Wieso ist der? Wieso ist die Cam so scheiße jetzt heute? So. Bin viel zu weit da in der Mitte des Bildes. Tut mir leid, Freunde. Ich habe hier viel zu viel rumgebastelt. Das ist ja die kleine Ecke, die stört. Es tut mir leid, ich habe da rumgespielt. Mithras-Kult war eine geheimnisvolle Religion, die vom 1. bis zum 4. Jahrhundert nach Christus im Römischen Reich praktiziert wurde. Der Name des persischen Gottes Mithra, von dem Griechischen als Mithras übernommen, war verbunden mit einer neuen ausgeprägten Bildsprache. Mann, der Mithras-Kult zeichnete sich unter anderem durch ein kompliziertes System von 7 Initiationsstufen mit rituellen Mahlzeiten aus. Die Initiaten trafen sich in Untergrundtempeln, sogenannten Mithräen, von denen es zahllose gab. Das berühmteste Bild von Mithras zeigt ihn, wie er aus dem Felsen geboren wird und einen Stier tötet. Die Tauroktonie. Auch ich 3 Dokumente. Und die leeren Kokosnüsse, mit denen sie Geräusche von reitenden Pferden nachahmten. Kennt ihr das noch? Hier, Ritter der Kokosnuss. Warte. Kriegt er hin, ne? ein weiteres seltsames Ritual für die alten Götter, um die bösen Geister fernzuhalten. Wenn die Menschen spürten, wie das dunkle Auge auf ihnen lastete, warfen sie all ihre Wertsachen ins Feuer. Schwarzafrikanische Stämme verbrannten Früchte, während die reichen Familien im antiken Rom keine Kosten scheuten und Silber oder Zinn schmolzen. Es gibt keine Aufzeichnung darüber, ob solch wertvolle Opfergaben zusammen mit Asche entsorgt wurden oder ob man sie zum späteren Zeitpunkt wiederverwendete. Mehr Fragen. Ein Buch über die Mithras-Kult. Okay. War es alles schon? Ich glaube, da werden 3 Dokumente. So. Moinsens. Hier ist natürlich auch wieder ein Dokument, oder? Nee. Watson. Ich habe nichts getan. War das ein Zeichen für mich, dass ich jetzt da runterrennen muss? Anscheinend ja, ne? Sieht aber nicht sehr stabil aus hier, Freunde. Fresco. The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Vulcan. The god of fire and metalworking. Metal, Freunde! Ja, und nun?
Die Bits. I don't need the ropes for now. Ja, for now. Hier siehst du jetzt schon. I don't need the ropes. Was haben wir denn da? Excavating tools, a bucket, shovel and brush. Ja, rat mal, wer gleich hier rumpinselt. Verwenden. Kann ich den Schacht auch untersuchen? Okay. Wir folgen einfach mal dem Weg. Wir haben sie ja schön gemacht. Wir müssen ja auch mal hier Area 4. Wo ist Arena 3? Hier runter vielleicht? Auch wenn ich 50 FPS habe, oder teilweise 60 FPS, schlürt das irgendwie so ein bisschen nach. Wo ist eigentlich der Watson? Was macht der eigentlich? Ja, auch mal ein bisschen was erledigen. Oh, hier knarzt aber schon. Oh, hier ist was. Ne, hier ist nix. Oh. This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Wollen wir mal die Kelle benutzen hier. Mal ein bisschen Raspali-Daspali. Muss ja auch sauber sein, ne? Wer hier immer schmutzig gemacht hat. I can see now. Ach. Warum? Frigidarium. It is located at the Roman Baths in London. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. Frigidarium. These are the city's Roman. Es ist auf jeden Fall sehr weitläufig hier. Das kann man schon mal sagen. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Noch mehr zum Lesen. Sehr geehrter Lord Blackmore, der Direktor der Therme, Sir Gregory Pitkin, war zu Beginn, als ich hier angefangen habe, ein Ärgernis. Nachdem sie jedoch eingeschritten sind, hat er sich zu besserem entwickelt und ist jetzt durchaus eine Hilfe. Bisweilen kann es natürlich vorkommen, dass Menschen seines Schlages mit einer Arbeit von solch großer Bedeutung nicht umgehen können, weil ihnen die nötige Vision fehlt. In wenigen Wochen hoffe ich, Ihnen eine gute Nachricht aus den Thermen von Strand Lane überbringen zu können. Wir stehen nämlich kurz vor der Entdeckung eines großartigen archäologischen Artefakts. Ein Artefakt, das auch von Ihrer Partei auf dem politischen Parkett eingesetzt werden könnte, um die Stärke unserer Vorfahren eindrucksvoll darzulegen und das Königreich vor jeglichen Gefahren zu schützen. Sir Watney Bancliffe. Mhm. Noch mehr Dokumente. Calvin. Hobbes? Hobbes. Ich heiße Holmes. Und du kommst euch wohl sehr witzig vor. Ich musste auch wirklich lachen, als ihr Miss Durkins Notizen über das Hatterjans so eingefroren habt. Aber bald, da die Prüfungen anstehen, und weil das sogenannte Gehirn, wo es wundersam du es bist, warne ich dich. Fasst meine Gastrophetes, die antike griechische Armbrust, und ein Mittel gegen Blähungen, wie du wohl angenommen hast, nicht an.
Sonst erzähle ich Mr. Wormwood alles, was ihr in den letzten Jahren getrieben habt. Ich habe Hobbes Thunfisch-Sandwich gegessen. Spittle.